Bin fertig. Fix und fertig, weil wir jetzt ein Bandan-Problem lösen. Bundan-Problem lösen. Anteil. Ich kann dir nicht mehr geben, hä? Kannst du mir nicht mehr geben? Hä? 50? So, 50-50. Oha, tschüss. Ups. Was, tschüss? Mach bereit! Mach ich gleich, warte. Bei mir wird das auch angezeigt, was hier alles der Plan ist. Guck mal, du kannst jetzt gleich das Auto kaufen von mir. Das kannst du jetzt gleich leisten, bist du stolz. Dein Eigengeld verdient. Der fliegende Alter, scheiße. Freust Muss ich fliegen? Weiß ich nicht, kein Bock. Freust du dich? Ich bin mir auch nicht sicher. Davor sitzen. Ja, mal gucken, ob wir es heute schaffen. Kommt drauf an, was. Ich könnte jetzt auch oft ganz seelenlos sein, verlassen auf 80-15 machen. Spaß. Wenn ich mit so random spiele, mache ich immer Dings. Immer so 50, gell, weil ich keinen Bock habe. Ich mache mir immer so hoch, wie es nur geht, weil ich keinen Bock habe, dass die anderen dann profitieren. Wenn die schon mit mir spielen und ich gefühlt meinen letzten Nerv ausschreie. Nein, schade. okay. Ruf mal einen Notruf an. So. 911, what is the emergency? Ja, der Bree hat einen Unfall. Doch, ich habe einen Krankenwagen gerufen. Perfekt. Guck mal, wie nett wir sind. Total, ja. Hier. Au. Guck mal, die haben uns einen bösen Finger gezeigt. Kann das auch. Geh mal in die Ego-Perspektive und guck mich an. Also, wie mach ich das? Guck mich mal an. Oh mein Gott, du drückst gerade deine Knarre mir ins Gesicht. Fahr sie weiter, sonst schieße ich. Alter, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und so ist der Unfall entstanden. Das war meine Geschichte. Guck mal in meine Hand. Willst du immer noch Stress? Du sitzt im selben Boot oder Auto, würde ich sagen. Ja, egal. Benimm's verrückt! Nein! Hast du erfahren? Jetzt geschafft. Aber guck mal, ich habe eine Granate. Oh, upsi. War nicht meine Schuld. Der ist meine Granate reingefahren. Gibt sich zu Avenger. Was? Soll ich mal markieren? Du fährst dann einfach mit meinem weiter. Drück auf Gas! Ich schalte mal in den anderen Gang. Ich kann Luft ablassen. Willst du nochmal hören? Nochmal Luft! Noch mehr Luft! Hier ist dein Actor. Tschüssi. Gute Reise, gell? Ach, du fährst? Ich muss alleine fliegen, oder was?
Ich muss ja das U-Boot überfallen. Was muss ich machen? Oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, was du machen musst. Einfach warten und mir den Arsch freihalten. Oder? Kann sein. Guck mal, ich freue mich schon, wenn du dir das Auto kaufst. Ich kaufe mir erstmal eine Garage, vielleicht. Oder ein Apartment. Okay. Wie du möchtest. Aber ich bin, glaube ich, gezwungenermaßen wegen Geldproblemen gezwungen, dass ich mein Fast and Furious Car loswerden muss. Warum? Das ist verkauft worden. Ich hab einen perfekten Dealer-Käufer gefunden, der will mir 300.000 bieten. Ich habe halt nur 790.000 bezahlt, aber 300.000 sind immer noch genug. Das war's. Als ob ich das abgebe. Muss ich machen? Wenn ich sterbe, bist du schuld. Ich meine nicht dich, sondern halt hier drückt, um die öffnen und wähle im Menü Sonderfahrzeugoption. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Ich habe eine Frequenz. In Piloten den Fachraum zu betreten. Ich habe eine Frequenz, siehst du sie auch? Bin gelandet, ich bin erfolgreich im U-Boot. Alles gut. Bist du stolz? Ich bin erfolgreich ins U-Boot gekommen. So. Oh mein Gott, das... Kann es sein, dass ich mich bewege? Kann es sein... Wie kann ich aus der Avenger aussteigen? Gar nicht. Ich meine, dass ich schießen kann. Gar nicht. Hä, wo bist du? Was musst du machen? Bist du gelandet? Hier. Nein, ich muss hier die Piloten, also die Dinge abwehren, aber ich weiß nicht wie. Helikopter sind hier. Was muss ich denn jetzt überhaupt suchen? Ah, okay. Nein, bin ausgestiegen, sorry. Ja, okay, das ist der zweite Versuch, meine Lieben. Sorry. Alles gut. Ist doch nicht so schlimm. Ich wusste jetzt nicht, wie ich in der Arena... Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann dir auch nicht helfen. Bin ich Tierschatzfrie? Ach, guck mal, wir starten hier. Bin ich in meinem Bunker? Ach so, ja. Bist du im Bunker? Ich bin in einem Berg. Guck mal, das ist so rüber in so einen Berg rein. Deswegen habe ich gedacht, ich spawn in meinem Bunker, aber ich bin jetzt in einem U-Boot. Hilfe, ich hab mich verlaufen. Nya! Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass man das nicht sagt? Ich zeig deinem Sohn gerade mal ein paar Manieren, okay?
Ich ja, ich hab ihn. Opfer. Ho, 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 ho. Wupfelmacher. Mit meinem Wupfermacher. Bin ja die Kontaktperson. Achso, da muss ich ja in die andere Richtung, weil da ist die Zelle. Och, jetzt muss ich schon wieder in die andere Richtung. Du would die? Was bedeutet das? Du would die. Ich hab das Gefühl, die wollen mich töten. Ah, scheiße, bin schon wieder aus. Bin schon wieder gestorben, die warte. Ich hab gesagt, you would die. Ich bin gerade bei der Kontaktperson gewesen. Dir ist wieder, du kriegst mich nicht schämen. Tut mir leid. Ich kenne den gar nicht, das ist so ein Random aus meiner Lobby. Ist halt echt so. Wir haben uns halt eigentlich nur so zufällig kennengelernt. Wie haben wir uns denn kennengelernt? Über YouTube, da habe ich dich mir doch mal angeschrieben. Auf über Far Cry 6, gell? Ja, weil wir mal spielen wollten. Und dann haben wir die ganze Zeit geredet, haben halt gespielt und dann hat sich dann entwickelt. Und jetzt mittlerweile spielen wir halt öfters. Ja. Ist wie so eine Geschichte. Junge, Scheiße, in meinen jungen unten Jahren, stehen. Da habe ich noch digital gespielt. Beeil mich jetzt, okay? Damit du auch länger durchhältst. Bereit zu sterben, ein großer Junge. Bruder, komm raus! Bruder, ich habe dich! Komm raus, Flo! Der Typ redet! Komm einfach raus! Sonst knall ich dich hier und sofort. Okay, shit. Er hat okay, shit gesagt. Hältst du noch lange durch? Ja, alles gut. Meine, sonst könnte ich doch einen Gang zulegen. Also, ich könnte versuchen, noch einen Gang zuzulegen. Also. Bin wieder da. Wo warst du? Nein, eben mein Vater war gerade bei mir. Junge, jetzt ist der Typ bei mir und labert die ganze Zeit. Hast du auch diese Fake Friends? Nee. Junge, doch auf! Schieß ihn doch einfach und fertig. Und hol den Typen raus und abmach! Ich geh gleich, ich geh mich verschießen. Don't get off the
auf zu labern. Ich muss wegrennen, weil das U-Boot sich selbst zerstört. Ich muss jetzt den einen Typen da lassen. Ich komme schnell, das U-Boot explodiert gleich. Willst du dir fahren? Liegen? Ja. U-Boot ist unter mir explodiert gerade das U-Boot! Das und er muss. Warte einfach kurz. Und pass auf. Steig aus und schieß sie ab. Pass auf und schieß sie ab. Warte mal. Schieß sie einfach ab. Ja, sie schieß sie ab. Kannst du sie abschießen? Welche denn? Hier die Helis. Ja, warte mal. Ich höre euch. Ich werde euch gleich alle mit meinem Rocket Launcher begrüßen. Ich kann sie abschießen, warte. Ich begrüße die jetzt gleich alle mit meinem Rocket Launcher. Ich war die ganze Zeit schon am Abschießen von den drei. Warte, bin gleich soweit. Ja, mein Leben aber nicht. Also bitte beeil dich, mein Leben. Digga, die schießt mit der scheiß Minigun auf sind mich. Die jetzt was wieder? Soll ich machen? Hier bei mir. Okay, jetzt kommt er! Lass den letzten, alles gut. Den letzten, um den kümmere ich mich. Ich hab gedacht, ich um den letzten kümmere ich mich. Okay. Ich hab Flipflops an. Pip-pap. Guck mal, ich hab Flipflops. Ich bin hier gerade im Fachraum. Ich bin gerade zufrieden. Ich hab Flipflops. Soll mal los? Geh du fliegen und ich gehe in den Flachtraum, um den abzuschießen. Okay. Kommst du rein? Ja, ich bin drin. Muss ich denn die abschießen? Bist du da? Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ah, ich hab ihn auch. First try. Bam. Es macht voll Spaß, diese Helikopter abzuschießen. Ja. Aber dieser andere Typ, den ich eigentlich abholen musste, ist tot. Ich konnte leider nichts machen. Das U-Boot hat sich selber zerstört und hat dann einfach Peng gemacht. Okay. Ich konnte ihn leider nicht holen. Eine Ruhesekunde für ihn. Da sind noch diese Ureinwohner, da schieße ich auch noch ein paar Raketen hin. Die haben mich auch schon ganz oft beleidigt. Hab ich angespuckt. Wollen wir denen auch noch einen Besuch abstatten?
Nee, nee, lass mal lieber. Dann wirst du gesperrt wegen Trainer Inhalte. Dieses Camp ist eigentlich so ekelhaft. Alter, wir müssen ja noch ganz da unten. Wir müssen zum Flughafen von Los Santos. Echt jetzt? Mhm. Oder Julian? Ja? Lande mal kurz, dann kann ich fliegen, weil ich weiß, wie man diese Dinger umstellt. Dann kann man schneller fliegen. Guck, oder du drückst da, wo du die Sirene angemacht hast, das hältst du ganz kurz gedrückt und dann ändert sich das kurz. Und dann fliegst du schneller. Halt das mal gedrückt, womit du rufst. Ich will nicht aussteigen, sorry. Nein, nein, halt es mal gedrückt, womit du rufst. Ah. Dann schaltest du deine Ruftor-Dinger um. Sag es doch gleich. Ja, ich hab gedacht, du wusstest das. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal GTA geflogen bin. Nein, nein, ich wollte nur helfen. Willkommen in Los Santos! Sind wir fast da? Wir müssen da unten in diesem einen Hangar landen, wo es offen ist. Jetzt muss ich noch wieder die Füße ausfahren. Wie fahre ich die Füße aus nochmal? Was? Wie fahre ich die Füße aus? Die sind schon jetzt. Jetzt musst du wieder das andere umdrehen. Jetzt hast du die Rotor-Dinger gedreht. Halt es nochmal, wo du deine Stützen einfährst, gedrückt. Genau, jetzt kannst du einfacher landen. Hier muss ich landen, oder was? Hä? Max, Niklas? You're almost here, okay? Just, bring it on home. This is, gonna be a depressing conversation, alright? Wo muss ich landen? Hallo? Geh mal, da ist doch diese eine Markierung. Vielleicht musst du auf dem Hangar landen. Weil da ist ja dieser Punkt und da ist ja dieser Pfeil nach oben. Ja, du musst auch auf dem Hangar landen. Irgendwo. Also wie drehe ich jetzt nochmal? Was?
mit L, R1 kannst du dich besser fühlen. Nein. Oh. Junge. Ey, Junge, ich lass dich nie wieder fliegen. Muss oben drauf landen, oder was? Ich glaube schon. Kann doch möglich sein. Ich glaube nicht. Flieg mal ein bisschen weiter, flieg mal weiter. Also ist unten rein, oder? Ja, weiter vor. Geradeaus. Unten rein. Ich denke, ich muss unten rein. Ey, ja, okay, dann probier mal unten. Digga, ich hab's einfach das Gefühl, wir sind einfach zu blöd. Oder? Flieg weiter rein, weiter. Nein, hier ist nicht. Du musst hoch auf. Doch. Hä? Ja, es wurde die ganze Zeit angezeigt, dass wir es auf dem Dach. Wir haben es geschafft. Ich habe noch nie so einfach 700.000 verdient. Bin ich dir ehrlich? Ich auch nicht. My whole life, I have hated successful people, never trusted anyone. I've doubted and loathed and acted like a creep. And the one time I decided to be nice to someone, it turns out he wants to destroy humanity. This is all your fault. My career is in ruins. Ruins. Our planet will be in ruins, you fool, if we don't do something. He has control of all your systems. You can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. Müssen wir uns jetzt einen Streit anhören? Bitte nicht. Yeah, call it the pension contribution. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist. Good luck. We don't need luck. I always wanted to say that between us, we are completely fucked. Meet me back at the facility. I'll be in contact when I have a plan. Digga, du siehst so, Digga, deine Augen von dem Skin sehen mir aus, als würden ich gleich anfangen zu weinen. In dem Typen. Alter. Ja. Hey, ich hab 1 Million verdient. Du auch? Nö. Hey, ich hab 1 Million. Okay, ist doch cool. Digga, ich habe 1,6 Millionen. Oh, Digga. Geil. So einfach macht man Geld. Geil. Digga, dann hätte ich ja gar nicht mal. Digga, dann hätte ich dir ja gleich die 85% gegeben. Ist mir ehrlich. Alles gut. Gut, das war auch ein spannender Part, auch wenn ich ein bisschen verkackt habe. Ich bin 1. Habt Fun, Tschüssikowski. Was soll ich noch Tschüss sagen? Ja, tschüss.